und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt endlich wieder ein Food Haul und ich habe gefühlt einen riesigen Food Haul. Es ist alles voll. Dabei habe ich gar nicht so viel gekauft. Keine Ahnung, irgendwie weiß ich nicht. Ich habe schon mal mehr gekauft, aber da war es nicht so voll hier. Keine Ahnung, ich bin verwirrt. Ich habe auf jeden Fall super viel bezahlt. Also ich war beim Aldi und ich habe diesen endlos langen Kassenbon. 120,73 Euro. Das ist richtig krass. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal so viel bezahlt habe für den Einkauf. Eigentlich habe ich auch nur für diese Woche eingekauft und 2, 3, 4 Ostersachen. Ich habe aber viel Fleisch gekauft. Richtig viel. 6 Pakete. Und auch Getränke. Also, ja. Und Babyfutter auch ein bisschen. Also, das wird schuld sein. Aber trotzdem richtig, richtig viel. Ich packe euch hier jetzt mal den Essensplan hin für diese Woche. Ich muss dazu sagen, wir sind seit gestern aus dem Urlaub zurück. Heute ist Montag, der 11. Ja, wir sind seit gestern aus dem Urlaub zurück. Ich bin noch total im Stress, total busy. Ich werde das also hier relativ schnell, glaube ich, durchgehen. Freue mich aber wahnsinnig, endlich mal wieder ein Food Haul für euch drehen zu können. Und genau, ich war ohne meine Mama einkaufen. Das war richtig blöd. Richtig, richtig blöd. Meine Mama ist gerade auf Reha. Und Mama, wenn du das siehst, I love you. Ich vermisse dich. Es war total... Oh. Also erstmal war es komisch, weil ich immer mit meiner Mama einkaufen gehe. Und dann war es irgendwie auch anstrengend. Und der Kleine wollte, während ich die Sachen aufs Band gepackt habe, immer aus dem Wagen rausspringen und so. Und oh, ja, war irgendwie ein bisschen nervig. Naja, ich war auf jeden Fall beim Aldi, habe 120 Euro ausgegeben. Ich habe hier einen Essensplan jetzt für euch, den ich mir gerade so ausgedacht habe vor dem Einkaufen. Einfach... um überhaupt irgendwas so, ne, im Plan zu haben, ist mit Sicherheit nicht das Beste. Wie gesagt, ich habe super viel Fleisch dabei. Ich versuche normalerweise, dass ich auch mit Gerichten mal 2 Tage hinkomme. Oder, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, so viel Fleisch habe ich noch nie gekauft. Aber vielleicht ist das auch Einbildung, aber vielleicht, keine Ahnung. Naja, als Vorwarnung schon mal für alle, die sich daran stören, schaltet aus. Schaltet aus und verschwendet eure Energie mit was anderem. So, Essensplan. Heute, Montag, soll es geben Putenschnitzel mit Kartoffeln, Gemüse, wobei das Gemüse Blumenkohl und Karotte ist. Und Sauce Hollandaise. Morgen soll es ein Curry geben mit viel Gemüse, mit Hähnchenpute, mit, ich glaube, Pute ist es. Und ich habe extra Kokosnussmilch gekauft, damit das schön ein cremiges Curry wird und nicht einfach nur, ja, Gemüse. Dann soll es Mittwoch Geschnetzeltes geben mit Spätzle. Das mögen wir sehr gerne. Das mag auch der Kleine gerne, so Spätzle-Nudeln. Dann Donnerstag ein Bauerntopf. Freitag Spaghetti Bolognese. Samstag ist ja schon Ostersamstag und da ist hier ein Osterfeuer im Ort. Und da wollen wir dann ganz gerne mit den Kindern hingehen. Wir haben die Kinder ab Samstag Mittag, Nachmittag, glaube ich, oder irgendwie so. Oder Abend. Und dann, naja, wollen wir zum Osterfeuer gehen und hoffentlich da eine Wurst essen. Und Sonntag, Ostersonntag, wollen wir mit meinem Bruder und meinem Papa zusammen grillen. So ist zumindest der Plan. Lass... Oh. Ich habe mich gefragt, was das für ein Geräusch war. Lass uns hoffen, dass das Wetter gut bleibt und dass wir dann schön grillen können. Falls ihr im Hintergrund mal ein Geräusch hört, also draußen fährt irgendwie ein super lautes, ich weiß nicht, Reinigungsfahrzeug oder... Vielleicht macht er da auch Gartenarbeiten. Auf jeden Fall ist da super viel Krach. Und meine Waschmaschine oder mein Trockner, irgendwas davon macht da im Hintergrund auch immer mal ein Geräusch. Also wundert euch nicht. Wir starten jetzt durch. Und zwar habe ich gekauft erstmal Brotwaren. 3 so Dinkelkrüstchen heißen die, glaube ich. Die habe ich gekauft, weil ich einen richtig geilen Bärlauchdip habe und mir vorgenommen habe, da was reinzudippen. Ja, das wird so mein Mittagessen. Ich habe keine Ahnung, ob ich da wirklich 3 Stück von brauche, aber da gab es kein geiles Baguette oder so. Und dann habe ich gedacht, nehme ich einfach die mit und dippe mir das da rein. Dann einmal Sandwich-Toast. Das vom Aldi mag ich eigentlich, oder finde ich eigentlich nicht so geil, weil das so trocken irgendwie ist. Aber für den Mann toaste ich es ja sowieso, also ist eigentlich auch egal. Deswegen habe ich das jetzt mal wieder mitgenommen. Und für mich habe ich von Goldähren dieses Vital- und Fit-Brot mitgenommen. Es ist super saftig, es ist super lecker und ja. Genau. Dann
Wie schon angesprochen, gibt es heute Abend Blumenkohl. Deswegen habe ich einen Blumenkohl dabei. Da gab es auch größere. Ich habe mir aber einen etwas kleineren genommen, weil, ja, ich brauche gar nicht so viel. Ich brauche das für heute Abend. Und ich glaube, alles, was überbleibt heute Abend, das kommt dann morgen noch mit ins Curry rein. Das habe ich mir so vorgestellt. Ich hoffe, das wird ganz lecker. Ich finde das eigentlich ganz geil, wenn Blumenkohl mit in einem Curry ist. Dann habe ich eine Packung Bio-Eier mitgenommen. Einfach fürs Wochenende schon, weil am Wochenende wir ja gerne Rührei und so essen. Wobei der Mann sich gestern Nacht irgendwie noch Spiegeleier gemacht hat, habe ich gesehen. Völlig verrückt. Aber ja, das ist fürs Wochenende. Dann habe ich einen großen Sack Möhren mitgenommen. Und ihr wisst, ich bin ja nicht so ein Fan von diesen großen Säcken eigentlich, weil ich so viel Möhren gar nicht so aufbrauche. Aber da es heute Abend Möhren gibt, und das als, wenn das halt so richtig als Beilage ist, mache ich halt schon echt mehrere. Ich möchte auch, dass das Essen von heute Abend für mich für morgen Mittag noch reicht. Also, ja. Und morgen gibt es ja Curry, da kommen auch Karotten rein, so zwei, schätze ich mal. Ja. Und dann habe ich noch ein bisschen was über für die Woche. Mal gucken, entweder werden sie hier gegessen oder die Kaninchen freuen sich ja auch. Die freuen sich auch über Teile vom Blumenkohl übrigens. Und ich weiß nicht, wie viel Trockenfutter wir noch da haben, deswegen ist das ganz gut, wenn wir da ein bisschen mehr Karotte haben. So, dann haben wir noch einmal diese Spitzpaprika. Die sind für morgen, fürs Curry und auch für Donnerstag oder wann war das? Keine Ahnung. Für den Bauerntopf auf jeden Fall. Kommt auch ein bisschen was da rein. Dann gab es einmal Banane und ich finde die irgendwie so klein. Ich habe hier noch so eine alte von vor dem Urlaub, stand über mein Haupt. So eine braune, wobei die kann ich ja noch schön matchen eigentlich. Die ist riesig im Gegensatz zu denen, aber naja. Auf jeden Fall einmal Banane. Mein Kleiner liebt ja Bananen. Wir haben im Urlaub übrigens so kleine Mini-Bananen gekauft und das war total praktisch im Hotelzimmer, dass er morgens schon mal so ein bisschen da abbeißen konnte, bevor wir dann irgendwo richtig gefrühstückt haben quasi. Das fand ich irgendwie ganz gut. Dann habe ich 4 Äpfel mitgenommen. Da gab es keine Papiertüte und ja, deswegen so. Einmal Kokosnussmilch für das Curry. Dann kommen wir jetzt gleich zur Kategorie Brotaufstrich. Das war mein nächstes Mal. Da habe ich mitgenommen für den Mann einmal so ein Schwarzwälder Schinken. Das ist eine relativ kleine Packung, aber er mag das. Also er meckert immer mit mir, wenn ich so riesige Packungen kaufe, weil er irgendwie das nicht mag, wenn Wurst so lange offen ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, und weil er halt jeden Tag nur 2 Scheiben mitnimmt. Zur Arbeit dauert das dann halt eine Weile, wenn ich so eine große Packung kaufe, bis die alle ist und bla bla bla. Naja, ich habe auf jeden Fall eine kleine Packung gekauft. Dann habe ich noch einmal Bacon Frühstücksspeck mitgenommen fürs Wochenende. Einfach, weil ich davon ausgehe, dass wir hoffentlich lecker frühstücken. Wie gesagt, die Kinder kommen erst Samstag. Nachmittag oder so. Vielleicht können wir ja Samstag zusammen frühstücken, so als Pärchen. Mal gucken. Für mich habe ich eine Putenbrust-Filet-Roulade mitgenommen. Hier einmal dieses Putenbrustfleisch. Aber irgendwie hat mich heute nichts angeturnt. Also an so Putenbrust oder Hähnchenbrust oder so. Ich habe es jetzt mitgenommen, weil ich ja auch die Packung Brot habe, aber ich weiß gar nicht. Also im Moment habe ich da überhaupt gar keine Lust zu. Mal gucken. Also ich werde es natürlich essen. Ich habe es ja gekauft, aber ja, so. Dann habe ich noch eine Packung Geflügelsalami mitgenommen. Ich habe nämlich gesehen, dass wir auch noch Käse da haben, so zum Überbacken. Und vielleicht will sich ja irgendjemand mal so ein Sandwich machen. Wir haben ja den Opti-Grill, da kann man ja super Sandwich machen. Und mit Salami und Käse ist das immer gut. Deswegen habe ich die mitgenommen und halt zum Snacken, klar. Also zum auf Brot essen. Wir essen jetzt nicht die Salamischeiben so. Das mache ich nur mit Knoblauchwurst. Dann habe ich hier so 2 kleine Töpfe mitgenommen. Einmal Teewurst fein und einmal Leberwurst fein. Da habe ich irgendwie total Bock drauf. Habe ich schon ewig nicht mehr gegessen, glaube ich. Und ja, das kann man ganz gut machen. Und der Kleine ist ja mittlerweile auch über 1. Und ich habe so gesagt, okay, Leberwurst kriegt er erst, wenn er 1 ist. Und jetzt kann er vielleicht dann auch schon mal ein Leberwurstbrot essen. Ich glaube nämlich, dass er das sehr gerne mögen wird, weil er alles mag eigentlich. Dann habe ich von Almette so einen kleinen Topf mitgenommen. Der war, glaube ich, reduziert oder war generell günstig. Genau, Almette Kräuter ist das. Das habe ich neulich, glaube ich, schon mal gehabt. War ganz lecker. Und ich finde den Topf auch total süß. Und der Kleine mag halt auch gerne Frischkäse auf seinem Brot. So,
So, und dann kann er halt vielleicht ein bisschen Brot mit Leberwurst haben und ein bisschen Brot mit Frischkäse. Finde ich ganz gut, wenn er da jetzt mal ein bisschen Auswahl reinbekommt, ne? Für den Kleinen habe ich übrigens auch gekauft, diese kleinen Tomaten. Ich bin kein Tomatenesser. Meine Mama sagt, dass bestimmte Tomaten wie die halt günstiger sind, aber dass die meist die teureren Tomaten halt die leckereren sind. Dass es bestimmte Tomaten gibt, die halt lecker sind und bestimmte, die nicht so, keine Ahnung, was weiß ich. Ich glaube, der Kleine macht sich da noch nicht so viele Gedanken drüber. Und der isst gerne Tomate. Wenn wir irgendwo im Restaurant sind oder irgendwo, wo so eine Tomatenscheibe mit dabei ist, dann gebe ich ihm mal ein bisschen was und das mag er total gerne. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme mal die, weil die sind klein. Da kann man immer mal ein bisschen was ihm fertig machen. Als dass ich eine große Tomate habe und dann isst er halt eine Scheibe und was soll ich mit dem Rest der Tomate machen? Wie gesagt, ich esse keine Tomate. Der Mann ist zu selten zu Hause, als dass er hier sich die Tomaten pur in den Hals haut. Also wir sind da nicht so, keine Ahnung. Und die Kleinen sind ganz gut, die kann ich dann auch nochmal Mausi am Wochenende andrehen. Muss immer so ein bisschen zu ihm gezwungen werden. Die mag nämlich Tomate, aber ja, wenn man muss ihr das hinstellen und aufschneiden und ein bisschen Pfeffer oder so drüber und dann ist sie's. Naja, ich habe eine kleine Dose Prinzessbohnen mitgenommen. Die ist auch für den Bauerntopf, genauso wie die Kidneybohnen. Ich habe auch noch schwarze Bohnen da, meine ich. Und das kommt alles rein mit Zwiebel und mit Hack und mit Tomaten, passierten Tomaten übrigens. Ich habe auch noch gestückelte Tomaten da. Genau, ja, das kommt dann alles zusammen und dann wird das ganz lecker. Dann wollte ich Nudeln kaufen, aber naja, Nudeln und Mehl und Öl, ihr wisst Bescheid. Schwierige Sache, aber ich bin reich. Falls mich jemand überfallen möchte, da im Regal, da ist eine Packung Mehl drin. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall nur zwei Sorten Nudeln gekauft, weil alles andere komplett leer war. Ich wollte eigentlich meine Vorräte auffüllen. Einfach nur eine Packung Penne und eine Packung Spirellis, damit meine Tupperdosen nicht mehr leer sind. Also jetzt gar nicht irgendwie horten oder so, aber ja, keine Ahnung. Naja, ich habe auf jeden Fall eine Packung Dinkel-Spaghetti noch bekommen. Cool. Soll ja Spaghetti diese Woche geben, deswegen, ja. Ich habe zwar noch welche da, aber ich glaube, die reichen nicht für uns Verfressenen, deswegen, ja. Und dann habe ich noch eine Packung Spätzle mitgenommen, da gab es noch ganz viele von. Ja, einfach für das Gespätzelte. Dann kommen wir zu ein paar Sachen für das Kind. Also, das heißt ein paar, so viele sind es jetzt nicht. Ich habe zweimal die Folgemilch von Baby Vita mitgenommen, mit der Nummer 3. Ihr wisst Bescheid, die trinkt der Kleine ja. Aktuell. Ich habe jetzt auch nur 2 mitgenommen, keine 3, weil, weiß ich auch nicht so genau. Ich hatte gehofft, dass mein Einkauf günstiger wird und wollte, naja, keine Ahnung, es macht keinen Sinn. Gibt keine gute Erklärung dafür, warum ich nur 2 Packungen mitgenommen habe. Aber ich muss zum DM sowieso demnächst wieder und nochmal wieder so Fruchtbrei kaufen. Herzhaft habe ich noch genug, aber Fruchtbrei muss ich nochmal wieder kaufen. Und dann kann ich da ja noch Milch nachkaufen. Apropos Fruchtbrei, ich habe von Baby Vita beim Aldi für, ich glaube, 2,35 Euro, weiß ich gar nicht genau, diese Packung gefunden. Da sind 4 Quetschbeutel drin. Ich nenne die immer Quetschbeutel. Von Baby Vita mit Multifrucht. Da gab es 3 oder 4 verschiedene Sorten, glaube ich, mit so einem Paketen. Fand ich ganz cool, ist nicht so teuer. Und das kann der Kleine mal ausprobieren. Er hat jetzt in letzter Zeit öfter mal so Quetschbeutel gehabt. Und das ist ganz praktisch, wenn man unterwegs ist und, ich sag mal, man ist shoppen. Waren wir ja in unserem Urlaub auch. Und das Kind ist ein bisschen genervt, weil es im Wagen die ganze Zeit sitzt und hat auch Hunger. Und du hast halt nicht immer ein Brötchen oder einen Keks dabei, was du den Kleinen geben kannst. Und bei diesem hier kann man einfach ihm ein bisschen was geben, kann es wieder zudrehen und dann kann man das später ihm weitergeben. Und nicht, dass man irgendwie ein Gläschen oder so dabei haben muss oder mit einer Banane rumsauen muss oder was auch immer. Ich habe mich lange dagegen gewehrt und habe auch eine Meinung dazu gehabt, sage ich mal. Aber ich finde es super praktisch, wenn man das ab und zu einfach mal macht. So. Ich gebe nach wie vor die Gläschen, ich gebe ihm auch nach wie vor immer frische Banane. Mit anderem Obst, was so härter ist, ne, Apfel und so, ist halt immer noch ein bisschen schwierig, weil der gute Mann, ja, er hat zwar 2 Zähne mittlerweile, aber es muss immer noch ein bisschen weich sein für ihn. Deswegen, ja, hauptsächlich Banane. So, weiter geht es. Ich habe fürs Grillen am Wochenende mit meinem Vater beschlossen, dass ich mal nicht vom Fleischer was hole, sondern dass ich einfach beim Aldi ein paar Sachen mitnehme und dann ist das schon erledigt. Da muss ich mir keine Gedanken mehr darum machen. Ich habe jetzt hier so eine Würstchen mitgenommen, Barbecue, Bratwurst, herzhaft. Ich glaube, das Barbecue stand auf jeder Packung drauf, das ist, also auf jeder Geschmacksrichtung. Das steht einfach nur, weil es ums Thema Grillen geht. Da sind jetzt 10 Stück drin, wir sind 4 Personen, ich glaube, das ist in Ordnung.
ich weiß gar nicht, wie viel mein Bruder an Wurst isst. Dann habe ich fürs Grillen vorgesehen einmal so Sommersteaks, Paprika. Keine Ahnung, ich hoffe, dass sie gut sind. Dann komme ich schon mal hier zu einer Fleischpackung, glaube ich. Ich glaube, ich muss mal anschauen. Das ist das Geschnetzelte, das nehme ich für China. Das nehme ich für heute Abend, glaube ich. Ich glaube ein oder zwei, ich glaube zwei, von diesen Hähnchen-Minuten-Schnitzeln, die waren reduziert, 30%. Zwei Packungen habe ich, glaube ich, vorgesehen dann fürs Grillen. Mein Papa und mein Bruder sind mehr die Hähnchentypen und der Mirko halt mehr so der Steak-Typ. Und genau, dann werde ich die einfach einlegen in einer Marinade mit Öl, oh boy. Und ja, dann gibt's das. Und dann habe ich uns noch ein Pot Kartoffelsalat gekauft, weil ich auch keine Lust habe, irgendeinen Salat selbst zu machen. Ist zwar Ostern und man könnte sich Mühe geben, aber ich habe gedacht, oh, sicherheitshalber kaufe ich das alles. Alles, was ich überhin mache, ist nice to have. Aber ich hatte so viel Stress in letzter Zeit, es ist auch ganz geil, wenn man mal sich keine Gedanken machen muss um irgendwas. So, Soßen und so haben wir noch da. Vielleicht mache ich noch Knoblauchkartoffeln oder einfach nur so Kartoffeln. Bisschen Gemüse, mal gucken. Naja, so. Dann kommen wir zum Thema Ostern. Ich muss kurz überlegen. Also, ich schicke meiner Mama ein Paket. Und Mama, falls du dieses Video siehst, hoffe ich stark, dass du dein Paket schon bekommen hast. Ansonsten, Mama, an dieser Stelle bitte das Video ausmachen. Danke. Also, meine Mama bekommt ein Paket zur Reha geschickt mit so ein paar Sachen, die sie gerne haben möchte von zu Hause, die sie braucht. Und da kriegt sie halt auch ein bisschen was für Ostern. Da haben wir einmal hier so eine süße Schokolade. Ich kann es euch, glaube ich, nicht genauer zeigen. Ist auf jeden Fall super süß und das ist so, ja, so ein Ding zwischen meiner Mama und mir. Das ist einfach, weil es wegen dem, was da drauf ist, bekommt sie das. Und dann bekommt sie Nougat, denn sie liebt Nougat. Einmal diese Nougat-Eier. Dann diese Mini-Nougat-Eier. Und dann hier diese Nougat-Kreation. So. Da sie sich nicht den ganzen Tag mit Schokolade vollstopfen soll, finde ich das ganz gut, dass das halt alles einzeln eingepackt ist und sie dann halt sagen kann, okay, heute esse ich mal zwei davon, heute nur einen, heute esse ich eine ganze Tüte oder wie auch immer. Dann habe ich für die Kinder für Ostern diese Osterhasen nur. Es ist, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, es ist einfach für Ostern für die Kinder oder es ist besonders schwer. Der eine, der wünscht sich nichts außer PlayStation-Aufstockungskarten. Also bekommt er eine kleine und Mausi, ich glaube, die würde sich am meisten freuen, wenn sie nochmal einen Shopping-Gutschein bekommt, um da ein bisschen was auszugeben. Von daher machen wir das so, dass die Kinder einfach Gutscheine bekommen oder halt so Karten quasi. Und dann schaue ich mal, ob ich die Tage nochmal so Osterhasen besorge von Kinderschokolade oder so. Aber ich glaube, von der ganzen Familie wird es viel geben und deswegen wollte ich das gerne klein halten. Und dann gibt es einfach diese, die ich im Garten überall so ein bisschen ja, verteile. Dann müssen die einfach suchen und ihr Geschenk und dann ist es gut. Ich glaube, das ist ausreichend. Mal gucken. Naja. Und der Mann bekommt zu Ostern dieses hier. Das ist von Starbucks. Houseblend Lungo bei Nespresso. Der Mann hat sich nämlich im Urlaub eine Nespresso-Maschine gekauft. Und hat auch ganz, ganz viele Kapseln. Ich weiß nicht, ob man das da sehen kann. Da oben. Dieses hier alles, diese beiden Reihen, die hier sind, keine Ahnung, wie gut ihr das erkennen könnt, das ist alles, sind alles Kapseln. Er hat, glaube ich, 90 Euro für die Maschine bezahlt und hat aber dann für 50 Euro Kapseln noch dazu bekommen. Plus noch eine extra kleine Kiste, plus noch zwei, die der Typ ihm so in die Hand gedrückt hat. Also er hat super viele Kapseln, er weiß aber noch nicht so genau, was er mag und so und hat immer von Lungo geredet. Und dann habe ich gedacht, okay, Starbucks Houseblend hört sich an wie der ganz normale Filterkaffee vielleicht von Starbucks und den mag er ja gerne. Und dann habe ich gedacht, dann kriegt er halt so eine kleine Packung hier zu Ostern. Ja, eigentlich machen wir zu Ostern nichts, aber das fand ich irgendwie ganz süß, als ich das im Laden gesehen habe. Dann habe ich Milchreis gekauft von Mondabin. Einfach, weil ich gerne das mal als Snack wieder hier haben möchte, weil ich Milchreis liebe. Mir fällt gerade ein, dass ich keinen Apfelmus habe, aber ich glaube, man kann auch einfach von dem kleinen irgendein Fruchtding da reinmachen. Dann habe ich von Dani Sahne wieder so ein XXL Puddingpaket gekauft. Das war wieder im Angebot. Nicht ganz so doll wie beim letzten Mal, als ich es gekauft habe, aber es war im Angebot. Und das mochten hier alle ganz gerne. Dann von Kerrygold einmal die ungesalzene Butter, so ein Vorteilspack. Die normale Butter war teurer, so wie alles.
Dann von Milsani zweimal Sahnejoghurt, Erdbeere für den Mann und einmal Pfirsich-Maracuja. Und für den Kleinen und für mich habe ich immer Fruchtriesen. Ja, der Kleine ist ja mittlerweile auch fleißig sowas. Ich habe noch seine Pudding hier, diese für Kinder extra. Aber ich glaube, zwischen denen und denen ist nicht so viel Unterschied, also kann er davon auch mal einen essen. Mittlerweile bin ich da ganz entspannt. Es muss halt ausgewogen sein. Es muss halt immer auch Obst und Gemüse dabei sein, ne? Und so klar, viel wie der Kleine sich bewegt, ist das aber, glaube ich, völlig Banane, was der isst. Völlig. So, dann einmal Priel Sensitiv. Da gab es auch das Günstige natürlich vom Aldi. Hätte ich preislich auch gerne genommen, aber das hier ist Sensitiv. Und bei Sensitiv bin ich immer so, dass ich denke, okay, das ist das Neutralste oder das, was am wenigsten Geruch hat. Und da ich die Flaschen inklusive Sauger natürlich auch sauber mache von dem Kleinen mit Spülmittel, finde ich das immer blöd, wenn da so ein doller beißender Geruch ist. Und ja, beim DM gibt es halt so meine Lieblingssorte mit Lavendel. Die ist super. Aber da habe ich halt auch schon mal einen Fehlgriff gehabt und jetzt habe ich gedacht, ich nehme einfach mal das. Dann kostet das halt ein paar Cent mehr, aber Priel ist halt auch gut. Ne? So, dann habe ich noch einmal Bio-Kompost Papierbeutel mitgenommen. Sind das 10 Stück oder steht das einfach sicherheitshalber nicht drauf? Ach so, cool. Naja, gut, steht halt nicht drauf, wie viele drin sind. Ist mir auch egal. 20 Stück. Die waren nämlich alle und das ist irgendwie ätzend, wenn die alle sind. Dann habe ich noch mehr Fleisch gekauft. Einmal Puten-Mini-Steaks, die werde ich einfach klein schneiden und dann kommen die ins Curry. Und einmal Puten-Geschnetzeltes für das Geschnetzelte. Und dann habe ich hier so eine Monster-Packung XXL Hackfleisch. Es ist Schweinehackfleisch und ich bin eigentlich der Typ, der Rinderhackfleisch kauft. Und dann habe ich da gesehen im Laden, Rinderhackfleisch 30% reduziert. Und wollte es mitnehmen und guckt dann so auf den Ursprungspreis und denkt so, okay, nein. Okay, habe dann irgendwie 5 Minuten vor dem Regal gestanden, mir alle Hackfleischsorten angeguckt, habe dann Bio-Hack, also so richtig gutes Hackfleisch mitgenommen, also für all die Verhältnisse. Und weil das auch günstiger war als das andere, lustigerweise. Und habe dann diese große Packung gesehen und ich brauche jetzt an 2 Tagen Hackfleisch und habe dann gedacht, okay, es kostet die Hälfte. Und ja, sorry, aber wenn alles teurer wird, dann kann ich nicht doppelt so viel für Fleisch ausgeben. Das geht einfach nicht. Achso, hier habe ich übrigens noch einmal Hähnchen-Schnitzel für heute Abend. So, die Frau steht mal auf. Ich habe 1/6er-Träger Lipton-Eistee für sich Zero-Dingsbums gekauft. Einen 6er-Cola. Ohne Zero diesmal. Dann gibt es 3 Packungen Milch, die 1,5 war. Und zu guter Letzt, und das ist auch das Ende dieses Videos, habe ich einmal O-Saft und einmal Apfelsaft gekauft. Genau. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, meine Lieben. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.